Ich würde mal an den Anfang stellen, es ist inspirierend, weil man eben doch auch viele neue Ideen mitnimmt für die Probleme, die anstehen, also wichtige Ansatzpunkte. Dann würde ich sagen, ganz wichtig ist kommunikativ, weil eben hier verschiedene Akteure, die in diesem wichtigen Feld unterwegs sind, der Kreislaufwirtschaft, sich hier austauschen können. Ich habe auch wieder neue Akteure eben kennengelernt mit ihren Beispielen. Ja, und dann vielleicht, was den Kongress auch kennzeichnet, es ist so eine optimistische, konstruktive Grundhaltung spürbar, wo man wirklich was verändern will und nicht vor allem darüber trauert, was alles nicht läuft, sondern auch diese Power und Dynamik mitbringt. Es ist einfach ein Faktum, dass wir nur begrenzte Ressourcen haben, aber natürlich auch Dinge verändern wollen und müssen. Es geht weiter darum, Innovationen durchzuführen. Es geht aber auch darum, die Energiewende hinzubekommen. Und da brauchen wir ganz viele Ressourcen wiederum. Und die sind aber nur begrenzt vorhanden, die fallen nicht vom Himmel. Und deshalb ist es ganz wichtig, das, was schon einmal da ist, was im Kreislauf vorhanden ist, auch ein zweites oder drittes Mal nutzen zu können oder vielleicht auch darüber hinaus. Ich will das gar nicht jetzt zahlenmäßig begrenzen. Und dafür braucht es aber auch den entsprechenden Rahmen. Es braucht die Märkte, es braucht genau die Regeln, die darauf zugeschnitten sind. Deshalb stehen wir da vor einer großen Aufgabe, das hinzubekommen. Und da ist ein solcher Impuls aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft schon mal auch sehr, sehr gut und hilfreich. Die Kommunen haben selber ein sehr, sehr großes Volumen an Beschaffung, über das sie entscheiden, wo sie die Maßstäbe setzen und sagen, wir wollen genau dieses einkaufen, genau diese Dienstleistung haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass auch dort eine Bereitschaft, ein Bewusstsein darüber besteht, wie man hier eben Impulse geben kann in Richtung Cradle to Cradle. Ich glaube, das Volumen der Beschaffung, das ist im dreistelligen Milliardenbereich jedes Jahr in Deutschland. Und wenn man da ansetzen könnte, hätte man einen guten Hebel, um auch Märkte zu schaffen. Viele Unternehmen merken, dass sie vor dem Problem begrenzter Ressourcen stehen. Das ist auch eine neue Erfahrung, die viele Unternehmen im Moment machen. Deshalb ist es sehr ratsam, sich darauf einzustellen, wie kann ich eben Dinge auch wieder ein zweites, drittes und endliches Mal auch nochmal neu in den Wirtschaftskreislauf hineinbringen. Es gibt aber auch eine Nachfrageseite, die zunehmend auch darauf schaut, wie ist denn das Nachhaltigkeitskonzept eines Unternehmens, die Nachfrageseite, die Verbraucher und auf der anderen Seite aber auch mittlerweile die Finanzierung, die Taxonomie, die darauf achtet, wie ein Unternehmen mit seiner ökologischen und auch sozialen Nachhaltigkeit umgeht. Und deshalb wird das da an der Stelle auch ganz klar zu einem Wirtschaftsfaktor.